Okay, also nochmal herzlich willkommen. Wir wollen im Sitzen starten und ich rutsche mit meinem Stuhl etwas nach hinten. Es ist wichtig, dass ihr mit beiden Füßen auf dem Boden seid. Meine Füße sieht man jetzt nicht, das ist nicht so schlimm. Ihr könnt einfach einmal bei euch runtergucken. Die Füße sollten gerade ausschauen und wenn ihr mögt, ich drehe mich einmal zur Seite, dann wäre es gut, wenn ihr so ein bisschen auf der Richtung Stuhlkante sitzt, ja, dass ihr nicht ganz hinten sitzt, sondern Richtung Stuhlkante. Ihr könnt hier schauen, dass ihr so ein bisschen einen rechten Winkel habt bei den Beinen. Wie gesagt, Füße sind gerade ausgerichtet. Und dann steigen wir ein mit dem Kutschersitz. Haben wir auch schon einmal gemacht. Eine wunderbare Übung, um in eine Tiefatmung zu kommen. Der Name kommt daher. Wir stellen uns vor, wir sitzen auf einer Kutsche und die Kutschfahrt ist schon ziemlich lang. Wir rutschen schon mal nach vorne mit den Ellbogen. So, ja, wir können hier so kurz vor Knieende stoppen und der Kutscher, die Kutscherin wird langsam müde und der Kopf sinkt nach unten und wir gönnen uns in unserer Kutschfahrt ein kleines Nickerchen. Ich komme hoch, ihr könnt gerne in dieser Position bleiben, damit ihr mich besser hören könnt, richte ich mich einmal auf. Ihr bleibt gerne in dieser etwas versunkenen Position. Wenn ihr möchtet, ruckelt ihr euch auf dem Stuhl, auf der Bank, wo auch immer ihr gerade sitzt, noch ein bisschen zurecht. Und wer die Augen noch nicht geschlossen hat, kann sie gerne schließen. Achtet darauf, dass die Gesichtsmuskulatur entspannt ist, dass der Atem kommt und geht. Und dann legt den Fokus gerne auf den Rücken und gerne auf den unteren Rücken. Vielleicht könnt ihr bei der Einatmung erspüren, wie der Brustkorb sich öffnet, weit wird, die Rippen auseinandergehen, bis in die Flanken. Mit der Ausatmung geht erstmal alles wieder zurück. Und dann lasst die nächste Einatmung von alleine kommen. Die Bauchdecke ist entspannt. Auch die darf sich mitbewegen bei der Atmung. Und jeder Atemzug darf die Chance haben, sich im Rücken bemerkbar zu machen. Und von der Idee her, von der Vorstellung, könnt ihr mal in euch reinfühlen, in euch reinspüren, ob ihr die Atmung bis Richtung Becken, Übergang vom unteren Brustkorb, von den untersten Rippen zum Becken spürt. Und es geht gar nicht darum, noch nachzuhelfen, sondern wirklich die Atmung, ja, für sich arbeiten zu lassen. Der Nacken ist entspannt und gelöst. Und überall, wo ihr das Gefühl habt, ah, da ist noch ein bisschen Spannung drin, schaut mal, ob ihr loslassen könnt. Und dann lasst den Atem noch ein, zweimal kommen und wieder gehen. Und wenn ihr soweit seid, dann rutscht gerne mit den Händen Richtung Boden und bleibt noch einen Moment ganz ausgehängt. Und dann rollt euch übers Becken Wirbel für Wirbel langsam nach oben auf. Die Arme hängen. Das Becken richtet sich auf. Die Schultern. Dann der Kopf. Jeder in seinem ihren Tempo. Und wer den Impuls hat, in der Aufrichtung oder wenn ihr dann oben seid, sich noch einmal zu bewegen, sich zu strecken, sich zu recken, dann geht diesen Impulsen unbedingt gerne nach. Wenn ihr einfach noch einen Moment im Sitzen braucht, dann ist das auch völlig in Ordnung. Okay, für die, die noch länger brauchen, ihr steigt einfach mit ein, wenn ihr soweit seid und wir klopfen uns so ein kleines bisschen ab. Ja, wir kommen von so einer ganz entspannten Haltung jetzt in ein bisschen was Aktiveres. Und wir klopfen ums Brustbein herum und nehmen die Stimme dazu in einer für euch bequemen Lage mit einem Summen und zwar einem ganz unkomplizierten Stimmeinsatz. Gar nicht groß drüber nachdenken.
Wunderbar. Die Stimme darf ein bisschen wandern, hoch und runter. Luft holen zwischendurch. Und dann nehmen wir ein Vokal dazu, ein A und dann ein E, ein I, ein O und ein U. Zum Schluss nochmal ein Ö. Wunderbar, okay. Wunderbare Einstiegsübung, um ganz unkompliziert die Stimme so ein bisschen aufzuwecken und am Körper zu bleiben, zu aktivieren. Okay, wir machen weiter mit der Etage drüber, dem Nacken. Auch die Übung haben wir schon einmal gemacht und diesmal machen wir einen Vorher-Nachher-Vergleich. Ich bitte euch einmal mit dem Kopf nach links und rechts zu schauen, so ein bisschen über die Schulter, es sollte aber eine leichte Bewegung sein. Und ihr könnt mal danach den Kopf wieder Richtung Mitte führen und die Schultern so ein bisschen bewegen. Schultern kreisen, es kann nacheinander sein, kann gleichzeitig sein, nach hinten, nach vorne. Hört gerne mit der Bewegung nach hinten auf. Und dann entscheidet für euch mit so einer Daumenskala, wie gut oder weniger gut sind diese Bewegungen für euch heute in diesem Moment. Ja, also das wäre so total mies, das ist okay. Und das ist, ich habe meinen Kopf nie besser nach links und rechts bewegt. Meine Schultern fühlen sich an wie warmes Öl. Gerne einmal in die Kamera zeigen, wie sind diese Bewegungen für euch heute? Okay. Habt ihr das Gefühl, da ist noch Luft nach oben? Ja, alles klar, sehr schön. Okay, dann machen wir mit dem Schwammen weiter, mit der Idee. Wir haben im Nacken einen Schwammen und den pressen wir ganz sanft aus, ja? Ich drehe mich zur Seite oder einmal auch zu euch nach hinten. Ich nehme die Hand in den Nacken und mit der Ausatmung gehe ich ins Schwammen mit einem. Für die Einatmung lasse ich los. Löse, lass Luft einströmen und dann noch einmal auf. Ihr entscheidet selber, wie intensiv. Ich lasse los. Atem strömt ein. Gleich noch einmal. Loslassen, einatmen. Wir wechseln einmal die Hände, machen es hier auch noch zweimal. Ausatmen und schwammen. Loslassen, einatmen und noch einmal schwammen. Und lösen. Okay. Der Kopf geht von links nach rechts. Und die Schultern nach hinten. Nach vorne. Okay. Daumenskala von mies bis wunderbar. Gibt es eine Verbesserung? Ja, sehr schön. Okay. Es kann eine leichte sein. Ja, es kann eine ganz große sein. Es kann auch unterschiedlich sein. Ich merke bei mir, die Kopfbewegung von links nach rechts zum Beispiel ist viel leichter oder da merke ich es deutlicher als bei den Schultern. Ich sehe da ein bisschen zustimmendes Nicken. Also das kann wirklich ganz unterschiedlich sein und auch tagesformabhängig. Aber es ist ganz schön, mal so einen Vergleich zu haben, um wirklich zu gucken, was macht diese Übung eigentlich an welchen Teilen. Okay, also wir haben einen freien Nacken und gehen jetzt vom Nacken die Wirbelsäule runter und ich bitte euch, wieder im Sitzen einmal die ganze Wirbelsäule durchzubewegen. Wir haben im Stehen, vielleicht erinnert ihr euch mit Julia, diese tolle Wirbelsäulenbewegungsgeschichte gemacht und ich glaube, es hieß bei ihr, bewegt euren Rücken, eure Wirbelsäule mal in jede Richtung, vielleicht auch in eine, in der ihr noch gar nicht wart. Schaut mal, was im Sitzen da so möglich ist. Ihr nehmt natürlich das Becken mit, ihr könnt die Arme mitnehmen, die Schultern mitnehmen, den Kopf mitnehmen. Probiert einfach aus, in welche Richtung lässt sich die Wirbelsäule bewegen. Und dann nehmen wir zur Bewegung ein S. Ja, wir atmen ein S aus und bewegen die Wirbelsäule. Wenn ihr zu Ende ausgeatmet habt, kommt in eine aufrechte Position, lasst den Atem wieder reinkommen. Wunderbar. Das gleiche machen wir mit Summen. Summen und durchbewegen. Aufrechte Position für die Einatmung.
Luft kommt rein. Okay. Für die dritte Variante nehmen wir entweder ein Zungen-R, ein R oder ein R oder ein bla 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 bla. Je nachdem, was für euch passt, durchbewegen und eines der drei Laute dazu machen. Aufrechte Position, Atem einfallen lassen. Wunderbar. Okay, schöne Übung, um den Rücken und die Stimme zusammenzubringen und da einfach schon eine Verbindung herzustellen. Wir sind im Alltag nicht so wahnsinnig oft an unserem Rücken, wir sind oft bei unserer Vorderseite, aber hier haben wir eine schöne Übung, um die beiden Teile zu kombinieren. Wir gehen noch eine Etage tiefer zum Becken. Ich habe immer jetzt eben gesagt, in eine aufrechte Position. Ihr erinnert euch vielleicht, wir gucken uns mal an, wie wir das Becken in eine aufrechte Position bringen können. Wir hatten beim letzten Mal schon immer diese Beckenschaukel, wobei das war, glaube ich, ein anderer Mittwoch davor, egal. Ihr spürt im Sitzen eure Sitzbeinhöcker hoffentlich gut auf dem Stuhl, auf dem Hocker, auf der Bank, worauf ihr immer auch gerade sitzt. Ein prima Indikator, um zu gucken, wie sitze ich gerade. Jetzt können wir auf diesem Sitzbeinhöcker, auf diesen Sitzbeinhöcker das Becken mal so ein bisschen nach vorne kippen und nach hinten kippen. Oder mal gucken, wie weit ist das hier möglich. Wir bleiben möglichst vorne aufgerichtet und das Becken schaukelt von hinten nach vorne. Über die Sitzbeinhöcker. Und dann könnt ihr, wenn ihr möchtet, eine Hand dazu nehmen. Und mit dieser Hand überprüfen könnt ihr in den unteren Rücken legen, dass ihr hier nicht zu sehr ins Hohlkreuz geht, sondern wirklich in einer aufgerichteten Position stoppt. Ja? Dann geht es nochmal nach hinten, das Becken. Und wieder in die Gerade. Nochmal nach hinten. Und wir können hier eine kleine Übung dazu nehmen. Wir atmen ein, wenn das Becken nach hinten geht. Und gehen auf einem so freitonal in eurer bequemen Lage wieder in die Aufrichtung. Einatmen und so. Wir nehmen ein Sa, einatmen hinten. Sa. Wir nehmen ein See, einatmen hinten. See. Okay, gut. Wir achten darauf, dass es hier flexibel bleibt, also nicht in etwas Starres kommen, sondern hier schön flexibel bleiben. Ich drehe mich wieder nach vorne. Wir wollen jetzt einmal unter die Sitzbeinhöcker. Die Sitzbeinhöcker haben eine Verbindung zum Beckenboden. Wir haben noch nicht so viel über den Beckenboden gesprochen, deswegen einmal nur diese kurze Übung. Beckenboden ist fürs Sprechen, fürs Singen, für die Atmung wahnsinnig wichtig. Und es gibt ja viele Übungen dazu. Ich finde diese ganz schön, um überhaupt erstmal ins Spüren zu kommen, wo sitzt eigentlich der Beckenboden. Dazu schieben wir eine Hand unter einen Sitzbeinhöcker. Also rechts unter rechts oder links unter die linke Seite. Über Kreuz könnte ein bisschen schwierig werden. Okay, dann versucht den Sitzbeinhöcker abzulegen auf der Hand. Und jetzt gehen wir über die Vorstellung, die Atmung darf bis zur Hand runtergehen, ja? Also von der Idee her atmet ihr Richtung Hand. Lasst den Atem wieder kommen und gehen. Zwei, dreimal. Der Kiefer ist dabei locker. Die Bauchdecke ist gelöst. Der Brustkorb darf sich mitbewegen. Okay, dann lösen wir, die Hand geht wieder raus und wir vergleichen mal links und rechts. Ups. Ich habe direkt Schlagseite, vielleicht geht es euch auch so. Wir nehmen die andere Seite. Okay, und bekommen einfach nochmal ein Gespür dafür. Da ist der Beckenboden, hier können wir hinatmen. Oder wir nehmen diese Idee mit, bis zum Beckenboden hier zu atmen, in die Hand zu atmen. Atem wieder kommen und gehen lassen. Bauchdecke flexibel halten. Der Brustkorb darf gerne beteiligt sein. Der Kiefer ist locker. Die Zunge entspannt. Und der Atem geht Richtung Hand. Okay. Vielleicht noch so einmal. Und dann lösen wir auch hier die Hand und gucken mal, wie sitzt es sich jetzt mit diesen
vielleicht etwas aktivierten Sitzbeinhöckern. Es fühlt sich bei mir auf jeden Fall flächiger an. Vielleicht geht es euch auch so. Können wir auch gerne nachher nochmal drüber sprechen. Vielleicht macht das auch nicht so viel. Wir gucken einfach später. Okay, mit diesem Fokus auf den Sitzbeinhöckern kommen wir mal ins Stehen, denn es ist natürlich noch ein bisschen schwieriger, die Sitzbeinhöcker im Fokus zu halten, behalten, wenn wir stehen. Also Konzentration auf die Sitzbeinhöcker beim Aufstehen und ich räume mit der Konzentration auf meine Sitzbeinhöcker auch noch meinen Stuhl zur Seite. Jetzt wird es hier Multitasking. Lastig, okay. Also, da wo meine Sitzbeinhöcker sind, ist mein Beckenboden. Und ihr könnt im Stehen auch gerne noch einmal versuchen, bis zu den Sitzbeinhöckern zu atmen. Vielleicht sogar mit der Vorstellung, die Sitzbeinhöcker bewegen sich auseinander, wenn ich einatme. Und gehen wieder so ein kleines bisschen zusammen, wenn ich ausatme. Nochmal einatmen mit der Idee, Sitzbeinhöcker leicht auseinander und leicht wieder zusammen. Und geht wirklich mehr über die Idee, als dass da muskulär aktiv jetzt mitgearbeitet wird. Noch einmal vielleicht, Sitzbeinhöcker gehen auseinander und gehen wieder zusammen bei der Ausatmung. Mit diesem schönen Fokus rutschen wir Richtung Brustkorb. Ihr könnt ihn einmal so kurz abreiben, den Brustkorb, die Seiten, die Rippen, vielleicht auch hier den Rücken, ein bisschen Aktivität reinkriegen. Von der konzentrierten Atmung geht es jetzt wieder, wird es ein bisschen aktiver. Und wir schütteln einmal alles aus und nehmen hier nochmal ein oder ein oder ein bla 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 bla. Gleich nochmal ein oder ein oder ein bla 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 bla. Okay, wir kommen zurück mit der Präsenz, inneren Präsenz für die Sitzbeinhöcker und den weiten Brustkorb. Alles wird weit mit der Einatmung und wir erinnern uns an diese tolle Übung von Bea letzte Woche mit dem Duft, den wir eingeatmet haben. Gleich noch einmal, alles wird weit. Und dann gehen wir in ein, es war so richtig schön. Gerne mit mir sprechen. Es war so richtig schön. Und ihr könnt von der Stimmlage jetzt auch mal so ein bisschen in die Höhe gehen. Es darf ja so ein bisschen Disney-like klingen. Es war so richtig schön. Es war so richtig schön. Einatmen und dann gehen wir ein. Es war so richtig schön. Zusammen. Es war so richtig schön. Gleich nochmal. Es war so richtig schön. Weite. Es war so richtig schön. Und wieder weite. Es war so richtig schön. Noch einmal. Es war so richtig schön. Ja, wunderbar. Okay, wir gehen wieder ein bisschen runter, behalten die Weite hier im Brustkorb, im Gesicht, an den Sitzbeinhöckern, überall ist Weite, 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 Weite. Wann sehen wir uns wieder? Wann sehen wir uns wieder? Gleich noch einmal. Wann sehen wir uns wieder? Noch einmal. Wann sehen wir uns wieder? Letztes Mal. Wann sehen wir uns wieder? Okay, ja. Wir sind jetzt ein bisschen durchgeritten durch diese Singübungen. Also, ihr könnt gerne das für euch immer wieder ausprobieren. Kleine Sätze, gerne nicht nur Vokalisen, sondern wirklich auch die Worte mitzuverwenden, damit die Stimme sich schon dran gewöhnt, unterschiedliche Vokale und Konsonanten aneinander zu reihen. Und dann geht ihr ein bisschen hoch mit der Stimme, ein bisschen runter. Ich bin jetzt in so einer Mittellage geblieben, aber nicht ganz so weit runtergegangen. Ja, wer jetzt für euch, wenn ihr für euch sagt, das ist mir zu hoch gewesen, ihr probiert das natürlich gerne ein bisschen tiefer aus. Das ist jetzt nur ein Beispiel gewesen.